jetzt kommen wir zu Katze. Moment. Auch immer noch nicht, seht ihr? Ja, jetzt erst. Da wir sie kennen, überspringe ich. Und ja, ohne Unsterblichkeit, das ihm zuzutrauen, das ist doch hart. Oh, jetzt habe ich mal ihm das Lichtschwert abgehauen. Ja. Verdammt, okay, jetzt hat er zum Leichten gewechselt. Das sieht man an der Haltung. Okay, das war jetzt ein Volltreffer. Den habe ich mir vorhin gewünscht. Okay, jetzt sind wir im Kontrollraum. Ha, mein erstes Video in Full HD. Ich bin gespannt, ob, ja, also eine große, also die Qualität sollte sich schon einigermaßen gesteigert haben. Zumindest habe ich dieses Gefühl bei einigen Texturen. Ach, rede nicht über Texturen, sondern kämpfe gegen Obi. Und seht ihr, so viel draufgehaue ohne Rüstung gegen Obi-Wan, es ist verrückt. Oh, toll, Medipack hat eh nicht viel geholfen. Das ist nur etwas, um ja, die Heilezeit zu verringern. Jetzt komm doch. Oh, der Alarm ist dran. Dass die Brücke halt draußen ihren Schild verloren hat. Jetzt drauf, hau, 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 hau. Ja! Es ist machbar, gut. C3PO und R2D zu kommen aus Padmes Schiff raus und holen sie rein. Oh mein Gott, wir müssen uns schnell wegrollen. So. Und mein Lichtschwert. Oh, ah, hier ist es gut. Naja, ich muss mich eh nicht beeilen, weil ich unsterblich bin. Aber es sollte doch etwas kilobyte ausschauen, oder? Oh mein Gott. Was war das denn für ein Schlag? Ja, jetzt haben wir echt einen schweren Kampf. Der ist fast so schwer wie der Endkampf in der PS2-Version. Also der ist auch hart. Also Leute, die das Spiel haben, werden mich bestimmt an diesem Punkt verstehen. Zumindest für mich war das schwer. Ja, ich sitze nicht schon wieder und leide. Ja, aber ich habe vor, es mal zu let's playen. Ja, leider, da ich die PS2-Version nicht habe, wird es leider nur mit der Game Boy Advance-Version gehen. Ja, jetzt meint ihr 2D, das ist doch blöd, aber ja, ich werde es trotzdem let's playen. Oh, es werden echt noch sau viele Star Wars LPs folgen. Darauf könnt ihr euch wirklich schon gefasst machen. Ja, genau, hier zum Beispiel die ganze Jedi Knight Reihe. Ja, Reihe, ich bin Amerikaner. Nein, egal. Die ganze Jedi Knight Reihe werde ich let's playen und noch unzählige andere Star Wars. Ja, ja. Okay, Obi. Leben? Oh, sieht gut aus. Folgt mir wenigstens, damit das Kino reif ausschaut. So. Oh, wir sollten eigentlich auf dem Tisch bleiben. Naja, egal. So, dann fliehen sie eben jetzt über den Kontrollraum hinaus zum Balkon. Okay. Wow, was ist das denn gerade für ein Move von ihm gewesen? Ach, wenn nur für bloß für Machtwürge gegriffen hätte. Das wäre gut. Warum besitzen wir, beherrschen wir keine Machtblitze? Die kann Anakin Skywalker in der PS2-Version schon machen. Tja, das ist hier nicht genug. Ach, jetzt sind wir schon auf der Brücke. Mann, ich wollte diesmal selber auf die Brücke runtergehen. Egal. Ja, mit Apprentice ist das jetzt wirklich viel, viel leichter geworden. Okay.
Alter, das hätte ich echt niemals durchgestanden. Am Ende wäre ich echt irgendwann trotzdem gestorben. Sorry, ich musste gerade aufstoßen von was auch immer. Okay, nächstes Level. Ah, an dieser Stelle sollte man eigentlich Anakin sehen. Einmal in einem Video habe ich da ihn gesehen, aber warum bei mir das nicht so ist? Merkwürdig. Nun gut, Obi-Wan ist jetzt auf der einen Plattform und jetzt muss Anakin nachkommen. Gut, okay. Diesmal sehen wir es aus Anakins Sicht. Oh ja. Gut, jetzt werden die beiden erstmal reden und dann springe ich auf seine Plattform und dann geht der Kampf los. Komm, kreuzen wir uns schon ein bisschen die Lichtschwerter, komm schon. Alter, Obi-Wan, das ist langweilig. I have failed you, Anakin. I have failed you. I should have known the Jedi were plotting to take over. Anakin, Chancellor Palpatine is evil! From my point of view, the Jedi are evil! Well, then you are lost! This is the end for you, my master. Jetzt springen wir rüber und jetzt werden wir mit Obi-Wan das letzte Mal... Oh nein, ich bin im Level nicht unsterblich, fuck! Oh, scheiße. Aber, boah, fick dich, verpiss dich von mir, ich bin in der... Hey, warum kann ich mich nicht hören? Alter Affe, verpiss dich! Verpiss dich von mir! Oh, ich konnte mich gerade nicht von der Ecke rühren. Moment. Ich hab nach dunkler Rage. Scheiße, ich dachte, ich hätte Entzug. Alter. Okay, jetzt wird's doch noch spannend. Und wenn ich jetzt versage, bin ich echt ein totaler Noob. Nein, kein Noob. Es ist wirklich schwer, das Spiel. Ich spiel's doch seit 2003. Das sind schon 7 Jahre. Da kann man mich doch nicht mehr. Ach, also die Mode ist einfach so hart. So, jetzt habe ich plötzlich Machtplätzchen gelernt. Alter, verpiss dich. Oh! Scheiße, scheiße, es ist hart. Oh, boah, das war jetzt echt. Eigentlich müsste er sterben durch den. Oh, wow, wow, ja, treib's nicht zu bunt. Oh, gut. Okay. Jetzt kommt es zum finalen Showdown. It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Don't try it! Jetzt wird's an der Zeit, das alternative Ende spielen zu lassen. Erstmal heilen. Nein, jetzt sofort rüberspringen. Ha, mal schauen, ob diesmal wieder wer in die Lava fällt. Nein, ich will nicht, dass du in die Lava fällst. Du sollst schon wirklich so fertig gemacht werden wie in der PS2-Version von Episode 3. Nein! Obi, sei nicht so blöd. Alter, ich will dich doch nur schützen.
Ja, plötzlich ist mein Machtstück so kräftig, um dich überall rumzuschubsen. Ah, komm her. Ach, dieser... warum läuft der Kampf jetzt so scheiße? So, erstmal heilen. Und dann gucken wir, wie viel Leben du hast. Ach, noch voll. Hab's mir gedacht. Alter, mir bleibt keine Wahl gleich als...